Hallo und herzlich willkommen heute zu einem kleinen Unboxing-Video. Und zwar schauen wir uns Wizard an. Und zwar nicht hier Wizard die Standardausgabe, sondern die neue Jubiläumsausgabe. Wizard gibt es ja jetzt schon seit 25 Jahren. Das hier ist die Jubiläumsausgabe, das ist die Standardausgabe. Ihr seht schon, die Jubiläumsausgabe ist deutlich größer und natürlich auch deutlich dicker als die Standardausgabe, ist von der Optik her so ein bisschen an ein Buch angelehnt, an ein Zauberbuch. So, dann schauen wir mal in die Schachtel rein. Hier sind jetzt nicht alle Karten drin, da habe ich ein paar rausgenommen schon. Wir haben natürlich einen Block der Wahrheit, der ist in der Jubiläumsausgabe natürlich deutlich größer. Das ist die Standardausgabe, das ist die Jubiläumsausgabe. Dann haben wir hier die Spielanleitung in der Jubiläumsausgabe. Die ist hier eher in so einer kleinen Buchform, während sie ja in der Standardausgabe so ein normales Amigo-Faltblatt ist, ne? Wie man das kennt. Nehmen wir mal einmal hier auf. Das ist ja quasi das Standard-Ding bei Amigo. So, dann haben wir was in der Jubiläumsausgabe, was wir in der Standardausgabe nicht haben und was ziemlich cool ist. Wir haben hier nämlich so Metallmünzen. Diese Metallmünzen sind dafür gedacht, dass ich die Zahl meiner Stiche damit ansage. Und immer wenn ich einen Stich gemacht habe, lege ich quasi eine Metallmünze drauf. Und dadurch können meine Mitspielerinnen und Mitspieler viel besser erkennen, wie der Stand der Dinge ist. Dann haben wir hier in der Jubiläumsausgabe einen schönen Bleistift. Der hat auch hier extra so einen Platz. Dann haben wir hier noch einmal so einen Zip-Band, das man dazu verwenden kann, um die Box zu schließen. Und dann haben wir hier natürlich die normalen Karten, so wie wir sie kennen. Ihr seht schon, die Grafiken wurden nicht überarbeitet. Also es ist immer noch die normale Wizard-Grafik. Was allerdings neu ist, sind die Rückseiten. Das ist die Jubiläumsausgabe und das ist die normale Ausgabe. So, eine Sache fällt dann einem aber doch auf, wenn man sich das nochmal genauer anschaut. Und zwar, wie gesagt, hier haben wir jetzt die Jubiläumsausgabe, hier die normale Ausgabe. Und zwar haben wir in der Jubiläumsausgabe jetzt hier auch wieder die Kartennamen auf den Karten draufstehen. Und wenn man genauer hinschaut, ich weiß jetzt nicht, ob man das in dem Video so gut kennt, sieht man, dass hier irgendwie so die Textur oder die Wertigkeit der Karten in der Jubiläumsausgabe doch nochmal ein bisschen höher ist als in der normalen Ausgabe. Von der Größe sind die übrigens genau identisch. So, dann haben wir noch was in der Jubiläumsausgabe, nämlich da liegen ganz viele Spezialkarten nochmal drin. Ich gehe jetzt nicht auf die Karten im Einzelnen ein, verlinke aber nochmal das Regel-PDF und da könnt ihr dann nachlesen, was die einzelnen Karten machen. Also wir haben hier zum einen den Gestaltenwandler, die Gestaltenwandlerin, wir haben den Drachen, wir haben die Fee, die den Drachen schlagen kann, wir haben die Bombe, wir haben den Werwolf, wir haben hier so einen Halbkarten, den Jongleur, die Wolke, dann haben wir hier meine Karte. Ja, das war's auch schon. Das war der schnelle Blick in die Jubiläumsausgabe. Und wenn ihr jetzt mehr zu Wizard wissen wollt, dann schaut doch mal in dieses Erklärvideo von uns rein. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sebastian. Würde mich natürlich nochmal interessieren, seid ihr Wizards-Fans? Und wenn ja, legt ihr euch, auch wenn ihr die Originalausgabe schon habt, die Jubiläumsausgabe zu. Tschüss!